Trumps prestige Projekt, US-Senat verabschiedet historische Steuerreform. Der Senat billigte einen Gesetzentwurf über eine umfassende Steuerreform, nachdem es in 10 Verhandlungen gelungen war, mehrere Skeptiker in den eigenen Reihen mit Zugeständnissen umzustimmen. Die Entscheidung fiel mit 51 zu 49 Stimmen praktisch entlang der Parteilinien. Kein einziger Demokrat votierte dafür, nur ein Republikaner stimmte dagegen. Es wäre Trumps erster großer Gesetzeserfolg, da das Abgeordnetenhaus zuvor eine eigene Vorlage verabschiedet hatte, müssen beide Entwürfe noch unter einen Hut gebracht werden, bevor Präsident Donald Trump das Reformgesetz nach abschließenden Abstimmungen in beiden Häusern des Kongresses unterzeichnen kann. Aber nach dem grünen Licht des Senats sind die Chancen, dass er das noch vor Weihnachten tun kann, sehr groß. Es wäre Trumps erster großer Gesetzeserfolg in seiner bisher 10-monatigen Amtszeit. Allerdings wurden die Schlagzeilen im Vorfeld der als historisch gefeierten Senatsabstimmung völlig von Flynns Schuldeingeständnis in der Russland-Affäre beherrscht. Der einstige enge Präsidentenberater gab zu, bei den FBI-Ermittlungen über Moskauer Kontakte im vergangenen Dezember gelogen zu haben. Nur 32% der Amerikaner sprachen sich für Steuerreform aus. Die Vorlagen beider Kongresskammern unterscheiden sich zwar in verschiedenen Punkten, aber stimmen in ihrer Zielrichtung überein. Im Kern geht es um massive Steuersenkungen für Unternehmen von derzeit 35% auf 20%. Reiche kommen generell erheblich besser weg als Ärmere, obwohl Trump die geplante Steuerreform insbesondere als Weihnachtsgeschenk für die Mittelschicht propagiert hat. Umfragen zufolge sprachen sich nur 32% der Amerikaner für die Steuerreform aus. Trump verliert in Steuerrede den Faden und beschimpft plötzlich Kim Jong-un. Zudem würde das Haushaltsdefizit deutlich wachsen, nach einer jüngsten unabhängigen Schätzung in einer Größenordnung von mindestens $1 Billion innerhalb von 10 Jahren. Das steht im krassen Widerspruch zum republikanischen Grundprinzip der Finanzdisziplin. Dem Montage der Gesundheitsreform von Obama aber die Initiatoren der Vorlage setzten sich mit ihrem Argument durch, dass das wegen der Steuererleichterungen zu erwartende Wirtschaftswachstum Einnahmeverluste weitgehend wettmachen werde, eine von unabhängigen Wirtschaftsexperten stark angefochtene Einschätzung. In der Senatsvorlage ist zudem die Demontage der Gesundheitsreform von Trumps Vorgänger Barack Obama in einem zentralen Punkt enthalten. Demnach soll die Versicherungspflicht für alle Amerikaner wieder rückgängig gemacht werden. Damit würden unversicherten Bußgelder erspart, aber nach Berechnungen wären vermutlich 13 Millionen Menschen künftig ohne Versicherungsschutz. Änderungen in letzter Minute. Die Abschaffung von Obamacare war wie die Steuerreform ein zentrales Wahlversprechen Trumps. Dass er und die Republikaner trotz mehrerer Anläufe bisher damit gescheitert sind, zählt zu den größten Pleiten des Präsidenten. Vor diesem Hintergrund hatten viele Republikaner eingeräumt, dass sich Partei und Regierung eine neue Schlappe in Sachen Steuerreform einfach nicht leisten könnten. So stimmte der Senat nach Medienberichten in der Nacht zum Samstag schließlich über eine zwischen 400 und 500 Seiten umfassende Vorlage ab, die manche nicht komplett gelesen hatten. Demnach wurden in letzter Minute immer noch hier und da Änderungen hinzugefügt, um Skeptiker zu einem Ja-Votum zu bringen. Ein Antrag der Demokraten, das Votum auf nächste Woche zu verschieben, damit alle Senatoren Zeit haben, den Entwurf zu lesen, scheiterte am Nein der Republikaner. Trump sendet Wutwit Richtung Landon, erst danach bemerkt er seinen Fehler.